Ja, dann herzlich willkommen hier zurück zu Resident Rise 3 mit dem Questpack von mir. Ich habe heute die WLAN-Energie-Quest ausgesucht und im Übrigen, wir haben jetzt ein laufendes AI-System. Ich wollte euch das nicht alles nochmal zeigen. Wer sehen will, wie ich das hier hinten ein bisschen automatisiert habe, also quasi alles, was wir so haben wollen, außer Autocrafting, das will ich mit euch gemeinsam machen, aber die Maschinen sind automatisch. Ist genauso automatisiert wie in Feed the Beast Infinity, da habe ich das alles sehr ausführlich gezeigt. Also einfach mal in meiner Feed the Beast Infinity Playlist vorbeischauen, unter dem Reiter, unter dem Namen, ich glaube irgendwas mit entweder AE oder ME, ich glaube ich sage immer AE, deswegen werden die Folgen auch irgendwas mit AE heißen. Einfach auf meinem Kanal nach AE, Feed the Beast Infinity suchen, findet ihr, wie das hier alles automatisiert ist. Ich wollte das nicht alles doppelt zeigen. Weil das ja doch auch noch am Laufen ist, das andere Projekt. So, wir wollen uns heute um die Energie, die WLAN-Energie kümmern. Und unser Digital Miner läuft gerade noch, wie man hier sieht. Wo sieht man's? Da hinten sieht man's. Hier fliegen die Erze rein durch diese Enderkiste. Über ein Interface und einem Translocator. Genau. So, wir wollen heute einen Wireless Charger bauen. Ich hoffe, wir haben einen Enderman Head. Aber warum wir Slice und Splice? Slice und Splice, genau. Slice und Spice. Mhm. Das ist Gold und Gold und Soul Sand. Mal für jeden halben Stack und dass das hinten durchlaufen. Die Sachen sind noch nicht automatisiert. Da ist der Alloys. Das auch noch nicht. Ah, die da drüben laufen alle perfekt. Ich habe hier eine kleine 4K Crafting Storage. Das passt. Jetzt habe ich auch nichts mehr zu trinken hier, verdammt. Jetzt muss ich wohl die restlichen 13 Minuten auch noch durchhalten. So, dann brauchen wir sowas. Brauchen wir Iron Bars. Genau. Und so. Eine Iron Axe. Brauchen eine Shear. Und irgendeinen Head, genau. So, oh, weiß ich vergessen habe. Hab den vergessen, oh, oben auf In-Out, also Push-Pull zu stellen. Den genauso. Genau, so, jetzt sollten wir auch Solarium haben. Solarium. Ich stelle das jetzt einfach mal hier in die Energy Cell dran. Gut. Die kann auch mal weg. Die kann darüber in den Workshop, weil der ist auch noch nicht angeschlossen. Ich brauche eine Iron Axe. Und eine Schere. Dann brauche ich für den Wireless Charger. Bisschen Solarium, Enderman Head. Oder waren es drei? Not sure, 2. Einmal Vibrant. Das werde ich natürlich nicht haben. Ich sollte es echt mal einspeichern. Ich mache doch mal 16 von Glow. Redstone. Und Ender. Wie lange das war so, oder? Das komische Endererz. So. Ich will jetzt onscreen nicht das alles einspeichern. Das wird schon passen. 16. Awesome. Jetzt nehmen wir mal von dem jeweils eins. Machen uns dann eins mit dem da. Ah. Energetic. Sollte uns ein Vibrant geben. Vibrant. Genau. Dann brauchen wir noch Silicon. Das wird auch schon automatisch alles nachgecraftet. Und ein Enderman Head. So, die Ingots könnte ich mal reinschmeißen, die da.
zu. Flip, flip. Awesome. Reicht das? Ich glaube nicht, oder? Ne. Jetzt? Ne. Aber jetzt, genau, Ender Resonator. Dann brauchen wir noch Electrical Steel. Das bisschen Silicon. Coal. Und Iron. Das machen wir mal kurz drüben im Workshop. Bei dem Alloys. Surprise, bei dem Alloys Melter. Oh, ist ja cooler Dust, ne? Ja. Gut, dass wir eine Crushing Chamber haben. Das ist genau die da. Oh, dem fehlen noch die Upgrades. Seht ihr, was ich nicht alles vergesse? Upgrade, ich habe noch ein paar gemacht. Oh, das hat zweimal Speed. Upgrade. Natürlich auch Energy Upgrades. Is eat all the things. So. So, die Energy sollte genauso essen. Yes. Gut. Cool. Cool Dust. Unbedingt mal da. Und wir haben jetzt Travel Anchor. Einmal einen beim Eingang und einmal im Eilager. Wie viel brauchen wir von denen? 7 um den Octadeck. Capacitator. Double Layers haben wir. Dann die Energetics. Mensch. Energetic. Und die Enderperlen da hinten reinschmeißen. Flip, flip. Steak essen. Essen, essen, essen. So. Dann brauchen wir ein bisschen Glow. So einen Stone. Den Glühstein oder. Wie heißt das Zeug auf Deutsch? Leuchtender Stein, Glühstein, keine Ahnung. Leuchtstein, klingt relativ gut. War noch so Vibrance. Octadeck. Und da, Wireless Charger. Ich würde sagen, stellen wir irgendwo hier ziemlich zentral hin, obwohl das macht auch keinen Sinn. Und hier bin ich am meisten eigentlich. Sie könnten dann eigentlich hier unten ziemlich gut unterbringen. Dann einfach in der Base mehrere verteilen. So, und wie wir sehen, alles wird wireless aufgeladen. Wir sind jetzt wieder voll. Der Reaktor wird übrigens auch versorgt. Das Cyanid kommt über die Kiste wieder rein. Und Jellorium wird hier über das exportiert. Komischerweise, jetzt kriegen wir nur mehr Jellorium und kein Uran mehr. I don't know, was da falsch ist mit den Configs. Oh, bin schon richtig. Genau, und dann habe ich das einfach mit Item-Conduits hier und her geschleift. Passt. Flip. Slice and Splice. Der kann auch gleich in den Workshop. Awesome. Oh, jetzt bin ich in der Zwischenebene. So. Die Quest sollten wir abgeschlossen haben. Genau. Was fehlt uns hier noch? Energiespeicher-Upgrade haben wir. Eine Vibrant Capacitor Bank. Die Turbinen fehlen uns noch und hier Ökosprit. Ich habe die Baumfallen mal abgestellt, damit wir ein paar mehr FPS kriegen. Ich verstehe es nicht. Wieso? Oh, in der Version zeigt er noch gar nicht die PC-Daten rechts an. Okay. So. Pinker Schleim. Ne. Farmen gehe ich jetzt nicht an. Dampfenergie, ja, aber nein. Item Chaos habe ich auch ein bisschen weiter gemacht, eben während dem Automatisieren. Das heißt, wir könnten mit Project E weitermachen. Oder ne, das machen wir nächste Folge. Was könnten wir die Folge noch machen? Nein. Ha, also wir machen einfach. Oh, genau, das habe ich auch noch nicht abgegeben. Nehmen wir mal die da. Und was gibt's da? Essence Seeds. Elektrischer Spawner. Spawner klingt gut. So, wir könnten einen Powered Spawner essen, glaube ich.
Powered Spawner, genau, wir haben ja noch 2 Broken Spawner. Genau, mit Blaze haben wir noch welche. Was kriegen wir dafür? Ah, das sehe ich leider nicht. Oder Soul Vials. Was hätten wir denn gern? Was hätten wir gern in so einem Powered Spawner? Das ist die Frage. Machine Chesses. Oh. Vibrant. Oh, wir haben sogar noch. Awesome. 1, 2. Ein Zed Logic Controller. Solarium. Okay. 2 Solarium. Ein Zombie Head. Und Silicon. Oh. Was ist mit Steuerung? Und ein Redstone. Machen wir jetzt mal kurz einen Z-Logic Controller. Zombie Head. Machen wir mal kurz ein paar Conduits. Habe ich noch ein paar schlechte mit? Oh. Wireless, ja, eh, wäre auch mal eine Idee. Conduit. Falsches Ding. Und so bin ich mal beim Workshop noch ein. So. Dann ist das Ding so ein Enderauge da vorne drauf. Ist mir neu. Und dann brauchen wir noch so, das nennt sich Soulbinder. Damit wir den Broken Spawn in so einen Powered Spawner reinkriegen. Oh, ein paar Drives. So, jetzt sollten wir alles haben. Awesome. Jawohl, nehmen wir den Broken Spawner. Das sind alles Blaze Spawner. Bin begeistert. Wir halten uns einen von denen. Irgendwie hätte gern Bliss. Aber irgendwie hätte ich auch kein Enderman. Ein Enderman wäre cool. Soul Vial brauchen wir. Noch Fused. Kein Fused Quartz mehr. Seriously. Ist gerade Nacht draußen. Eingang. Natürlich ist es mitten am Tag. Da werden viele Endermen spawnen. Holy shitballs. So, der ist completed, der Autospawner, ja, das wäre auch eine Idee. Haben wir dieses komische Jellet-Schwert? Nein, doch haben wir. Ha. Und das Coole ist, wenn man das Jellet-Schwert dem Killer Joe gibt und man hat einen Wireless-Charger daneben, lädt sich das Schwert automatisch wieder auf. Sau cool. Ich hoffe, das geht noch. Das ging im Dial 20-Pack, ging das. Gut. So, sollen wir uns einen Auto... Grinder? Okay. Einen Grinder... Wo ist mein Grinder? Ich glaube, wir haben schon mal einen gebaut. Fused Quartz. Haben wir 2 von denen. Und wir wollen einen Grinder. Und genau, das sind eigentlich 2, aber egal. Holy balls. Jetzt fehlt mir ein Wood, oder was? Gott sei Dank, wir haben noch Wood. Wood. Es fehlt uns sonst noch alles. Ja, wunderbar. Erstens. 1, 2, 3, 4. Das passt. 2 Reception Coils. Und Bücher. Haben wir String? Wir haben Leather. Wir haben Leather. Awesome. Hashtag awesome. Die Machine Frames. Das ist ein Ender-Rezept. Awesome. So, ein bisschen Iron. Dann brauchen wir, haben wir Glas. Glück gehabt. Gib mir 2 Grinder. So, und dann brauchen wir noch einen Auto-Spawner. Auto minus Spawner. Das schaut gut aus. Das schaut Hashtag awesome aus. So, awesome out. Cool. Oh, wir haben einen Autospawner. Yes. So, wir könnten. Nein, wir die. Oh, wir kriegen das Safari nicht. Awesome. Ist da was drin? Ne. Haben wir nicht schon mal eins bekommen? Safari. Soul, ne. Wie geht's weiter mit dem Joe der Mörder? Der Killer Joe ist ähnlich dem Grinder von MFR, nur hat man. Mit dem Killer Joe eine höhere Chance, Köpfe von Monstern zu bekommen. Der Killer Joe benötigt
Nutrient Distillation, um zu arbeiten. Cool. Ich würde sagen, das war es aber erstmal von der Folge. Nächste Folge geht's hier mit der Mob-Farm weiter. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Video. Ciao.